Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und wir sind hier in der Höhle, in der Geralt soeben einen Geist befreit hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war, dass wir das gemacht haben, aber naja. Es war wie oft halt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wem man jetzt hilft. Nun gut, wir sollen dem Dorfältesten Bericht erstatten. Müssen wir offenbar in diese Richtung. Ja, da stehen sie ja schon. Untersuchen hier den Werwolf-Leichnam. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Yeah. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja. Der Baum war von einem Geist besessen. Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ja, ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Okay, was macht er jetzt? Okay, der Teil mit den abgeschnittenen Ohren war Bezahlung. Richtig. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Gott, wie furchtbar. Ja, also hat uns der Geist wenigstens so ein bisschen die Wahrheit gesagt. Immerhin. Stufe 12 erreicht, schön. Das Ohr. Hab ich jetzt irgendwelche Sachen noch erhalten? Na? Wo sind denn eigentlich die Kinder? Oh mein Gott. Wie sehen die denn aus? Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Na? Oh Gott, das Zeichen! Das Zeichen kennen wir doch. Ist das Anna? Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Oh mein Gott. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns.
Okay. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Die hat die... die Fehlgeburt? Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Das heißt, die Mumen haben diese Fehlgeburt ausgelöst, ja? Oh mein Gott. Was wollen wir denn zuerst wissen? Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Ja, das mag sein, aber... oh mein Gott. Wozu brauchen die die Kinder? Wer war der Geist im Baum? Das würde ich wirklich mal gern wissen. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Aha. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Immerhin kein Kinderblut. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Ja. Schon, aber immerhin haben wir die Kinder vor den Mumen gerettet. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nein. Auf keinen Fall. Ist das Polymorphie? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, oh, ich würde mit dir verwoben sein. Mhm. Ich wäre deine Beste und Letzte. Wie ekelhaft. Deswegen bin ich nicht hier. Ja, ich glaube, das ist selbst für Geralt ein bisschen zu heftig hier. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Das glaube ich irgendwie nicht. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Tatsächlich? Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Na, dann sind wir jetzt mal gespannt. Ah, es geht wieder in Ciris. Ding zurück. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Boah.
widerlich. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Okay, die scheint ohnmächtig zu sein. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Sie wird wach. Und sie flieht. Nur ein Glück. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Oh Gott. Da ist die wilde Jagd. Und sie haben sie entdeckt. Und Scheiße, ey. Flieh aus dem Buckelsumpf, okay. Scheiße. Na, können wir jetzt einfach hier abhauen? What the fuck? Ich bin einfach gestorben. Was hätte ich denn tun sollen? Scheiße, ey. Aua. Okay. Kann ich da einfach lang? Scheint so. Das ist doch der Ort, wo ich lang soll, oder? Okay, das haben wir schon mal geschafft. Aha. Okay, sie hat es wohl geschafft. Einige Zeit später. Und jetzt? Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut! Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ja. Damit werden sie nicht davonkommen. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Oh Mann. Oh krass. Also. Die... Achso, die haben verschiedene Namen, die... Diese Leute. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist denn das jetzt? Was haben wir jetzt hier über die Charaktere erfahren? Also, wir haben...
Die Brauerin ist die hier mit dem komischen Bastkopf. Dann haben wir die Flüsterin. Okay. Und okay. Oma. Die Weberin, das ist die hier. Aha. Okay. Und Anna Strenger, die sieht ganz schön alt aus, ne? Also entweder die ist wahnsinnig gealtert in den Wochen jetzt, oder die war vorher schon so. Das ist krass. Wer hätte das gedacht? Dass die das ist. So. Tja, wir haben neue Sachen rausgefunden. Ich guck kurz, ob wir hier irgendwelche Sachen noch herstellen können. Nee, verbesserter Waldcoats, da fehlt uns noch Krabbspannspinnengift. Ja, wer weiß. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Oh Mann, Flüsterin, Cyrilla, Oma. Tja, aber wir haben einiges rausgefunden. Also erstmal haben wir es geschafft, hier die Kinder zu retten, offenbar. Das ist ja schon mal was Gutes. Diese Mumen scheinen irgendwie was mit der wilden Jagd zu tun zu haben. Das ist natürlich krass. Ja. Und was jetzt mit Anna passiert ist, wissen wir nicht, ne? Na gut. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Also, der will uns jetzt wieder zurück zum Baron schicken. Das ist natürlich eine ganze Ecke weg. Vorher würde ich, glaube ich, die Geschichte mit dem Ahnenfest noch machen. Und wir haben ja hier auch noch einen Hexerauftrag. Gucken wir mal, was jetzt das nächstgelegene ist. Also einmal Ahnenfest. Das ist hier in der Ecke. Und ich meine, genau in derselben Ecke ist auch dieser Hexerauftrag mit dem Ding aus dem Sumpf. Ja, das ist genau dieselbe Ecke. Na gut, dann machen wir das wahrscheinlich parallel. Mal gucken. Wir können auf jeden Fall noch einen Punkt vergeben und wir haben Level 12 erreicht. Was bedeutet, dass wir hier in den nächsten Bereich reinkommen. Auf Level 15 bekommen wir dann den Platz noch und auf Level 16 den. Level 18 das, okay. Ja. Also ich werde jetzt erstmal den starken Angriff hier rausnehmen. Moment. Und lieber hier platzieren. Der kommt hier hin. Dann können wir nämlich hier das grüne Motor-G noch ein bisschen nutzen. Könnten wir hier was Neues dazu machen. So, was haben wir denn? Wir hätten Überdosis-Schwellenwert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hatten wir in letzter Zeit häufiger mal. Verlangsamt die Zeit beim Zielen mit Bomben. Ja, das mache ich nicht so oft. Jedes erlernte alchemistische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1. Und Wirkungsdauer des Tranks plus 5%. Das klingt doch eigentlich auch ganz gut. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Wirkungsdauer des Tranks plus 5% auch. Finde ich beides gut. Ich glaube, ich fange mal damit an. Erstmal erwerben und dann hier drüben unterfangen bringen. Den hier. So, dann haben wir nämlich nochmal ein bisschen mehr Vitalität dazu bekommen. Das finden wir gut. Ja, ich wurde noch darauf hingewiesen, dass ich ja hier in diesem braunen Baum auch Sachen skillen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Aber die muss ich ja auch erst aktivieren und wir haben ja nicht so viele Plätze, deswegen ich habe da andere Prioritäten, sagen wir es mal so. Aber mache ich sicherlich auch irgendwann noch. Dann würde ich sagen, wir begeben uns hier rüber. Dieses Fragezeichen können wir uns vielleicht auch noch anschauen. Und dann geht's los. Ab in die Richtung hier. Oh.
Was für ein Zeichen habe ich denn? Igni, das hilft mir nicht so viel. Ah, komm schon. Erstmal anfackeln hier. Sehr gut. Meine Güte. Alles brennt. Aua. Okay. Wir müssen den Schwalbetrank nehmen. Okay, damit habe ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet, dass das hier direkt wieder zur Sache geht. Tja, ich denke, ich werde eine Stunde meditieren müssen. Ich muss meinen Trank auffüllen. Ich warte jetzt mal, bis der Schwalbetrank abgelaufen ist. Also, einmal meditieren für eine Stunde. Uhr. Los geht's. Was haben wir denn hier? Meister, bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Ah, das ist der Typ hier, ne? Das Ding aus dem Sumpf. Leslav. Guten Tag. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Mhm. Was ist denn das für ein Monster? Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig, brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Ja, wir können auf jeden Fall helfen. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ja. Wie viel will er denn zahlen? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Okay. Da können wir jetzt natürlich wieder ein bisschen feilschen. Das werden wir direkt mal tun. Ich denke so auf 300. Wir sind jetzt einfach mal frech. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Zum Beispiel mit 290? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter runtergehen. Ich weiß nicht, ob 280, ob da jetzt auch gleich verstimmt ist. Ich gehe mal auf 275. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Okay, ja. Na schön. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Ja, das haben wir schon bemerkt. Da ist er ja schon häufiger mit in Kontakt gekommen. Gut, aber um dieses Monster werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Bis dann, macht's gut, eure Miri.